zwei, jetzt. Wort, das im Moment in aller Munde ist. Eine Mischung aus müde und wütend. Und ich denke, es beschreibt auch sehr gut die Situation, in der wir uns alle im Moment befinden. Man ist müde und manche sind auch wütend. Stimmt. Und die Ereignisse der vorletzten Woche, die haben diesen Zustand nicht gerade verbessert. Erst Osterlockdown, den man so gar nicht verstanden hat. Und dann wieder ein halbherziger Kompromiss und diesmal sogar mit deutlichem Appell, die Kirchen, Gottesdienste nur noch virtuell stattfinden zu lassen. Dann der Widerruf, es bleibt doch alles so, wie es ist. Ja, ich denke auch, dieses Hin und Her, das ist das, was so zermürbend ist. Und man bräuchte eigentlich eine Perspektive, man bräuchte Hoffnung. Doch, was gibt uns Hoffnung? Was gibt uns Hoffnung? Das ist sicher eine der Schlüsselfragen unserer Zeit. Ist es der Impfstoff? Eine bessere Strategie? Der Frühling? Gott? Oder gar nichts? Hoffnung nach einem Jahr Pandemie. Mit immer neuen Wellen und neuen Mutationen. Ich kann das Wort Corona manchmal schon nicht mehr hören. Und ich sehne mich danach, Hände zu schütteln und den anderen mal in den Arm zu nehmen. Ich sehne mich danach, dass das Leben aufblüht, dass ich befreit leben kann, dass ich innerlich mich aufrichte, so wie wir es eben in der Pantomime so schön gesehen haben, aus der Niedergeschlagenheit mich aufrichte. Danach sehne ich mich. Aber was gibt uns Hoffnung? Jetzt? Und in der Zeit danach?
Ja, was gibt uns Hoffnung? Auf das Was würde ich antworten, na, so wie die meisten von uns auch denken, dass die Pandemie jetzt endlich zum Ende kommt. Aber auch, dass wir durch die gemeinsam erlebte Pandemie vielleicht manches auch zum Guten verändern. Dass wir zum Beispiel solidarischer werden oder sorgsam miteinander umgehen, mit den Menschen, die uns nahestehen. Und mit denen, die noch stärker als wir von all dem betroffen sind, hier in Europa und weltweit. Ich würde auch sagen, dass der Impfstoff weltweit fair verteilt werden sollte und uns dauerhaft ökologisch verhalten sollten. Doch was ist der Grund dafür, zu hoffen, dass das mir wirklich geschieht? Ja, das ist die weitergehende Frage. Nicht nur, was gibt mir Hoffnung, sondern was ist der Grund meiner Hoffnung? Und da würde ich sagen, Ostern. Gut, das aus dem Mund von dem Pfarrer nicht wirklich überraschend. Noch dazu in dem Ostergottesdienst. Ja, aber trotzdem, Ostern macht Hoffnung. Dass die Pandemie, dass die Welt, dass wir alle nicht so bleiben, wie wir sind. Und darin unterscheidet sich, glaube ich, auch christliche Hoffnung von Optimismus. Der Optimismus sagt, denk positiv, es wird schon wieder. Das wird oft lebenspraktisch begründet. Es helfe einfach, sich auf das Gute zu konzentrieren. Auf die Hälfte des Glases ist dann noch Wasser drin. Ja, nur das Problem ist, wenn sich diese andere fehlende Hälfte nicht ausblenden lässt, wenn diese fehlende Hälfte mir Angst macht oder mir den Schlaf raubt. Aber dann hilft doch auch kein Optimismus mehr. Eben, das meine ich ja. Das ist der Unterschied. Und christliche Hoffnung meint dagegen etwas anderes. Sie sagt, es wird anders werden. Die Welt kann und darf und wird nicht so bleiben, wie sie ist. Weil? Ja, weil Gott dem entgegensteht. Weil Gott ein Gott des Lebens ist, wird das Leiden einmal nicht mehr sein. Keine Krankheit, kein Weinen und kein Schmerz. Das ist sehr weit gedacht, aber eben viel radikaler als Optimismus. Weil Gott ein Gott des Lebens ist, hat auch der Tod keine Macht über uns. Das erinnert mich an die Ostergeschichte vom leeren Grab. Ja, so wie wir sie gerade eben gehört haben. Nimm mal zum Beispiel Maria. Sie steht am Grab und weint. Die meisten von uns haben schon an Gräbern gestanden und einige von uns graben gerade erst. Das Grab, an dem Maria steht, ist das Grab Jesu. Für Maria war Jesus ihre ganz große Hoffnung. Sie hat es hautnah miterlebt, wie Jesus Kranke geheilt hat, wie er Menschen in seelischer Not Kraft gegeben hat, sie getröstet hat. Und sie spürte, in diesem Jesus von Nazareth ist Gott gegenwärtig. Und Jesus schafft neues Leben. Das war ihre Hoffnung. Und jetzt steht sie an seinem Grab. Jesus ist tot und sie weint. Was weinst du, fragen die beiden Engel aus dem Grab heraus, tröstend, behutsam, liebevoll. Aber es tröstet Maria nicht. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben, antwortet Maria. Maria hat all ihre Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt. Und jetzt ist der Tod und sein Leichnam ist noch nicht einmal zu finden. Das bedeutet für Maria, sie fühlt sich von Gott allein gelassen. Jesus hat mich allein gelassen. Und dieses Gefühl kennen viele von uns, nicht nur an den Gräbern, wenn wir an den Gräbern stehen.
Mein Gott hat mich allein gelassen. Was macht Maria? Sie dreht sich um vom Grab und geht weg. Und in diesem Augenblick sieht sie, so wird erzählt, Jesus da stehen, aber sie weiß nicht, dass es Jesus ist. Sie sieht Jesus da stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Das klingt so banal, aber in diesem Satz steckt die ganze Osterbotschaft. Denn der Auferstandene ist da, auch wenn sie ihn nicht erkennt. Während sie mit Haut und Haaren verstrickt ist in ihrer Situation, überwältigt von ihrer Einsamkeit, gefangen in ihrer Not, ist der Auferstandene schon längst da. Und das heißt auch für mich, wenn ich gefangen bin in meiner Situation, auch wenn ich im Moment keinen Zugang finde zum Auferstandenen Jesus Christus, zu dieser Botschaft von Ostern, dann macht das seine Lebendigkeit nicht zunichte. Dass er lebt, hängt nicht von meinem Glauben ab. Wo ich gebannt auf das starre, was mein Leben bedroht, und gerade jetzt in der Pandemie, ist er, der Lebendige, längst schon da und wartet darauf, mir zu begegnen. Maria läuft vom Grab weg auf der Suche nach dem Toten an dem Lebendigen vorbei. Doch der Auferstandene unterbricht ihren Lauf und sagt ihren Namen. Maria. Und da hält sie inne, dreht sich um und jetzt endlich stehen sie einander gegenüber. Jetzt endlich treffen sich ihre Blicke. Jetzt endlich erkennt sie ihn. Sie muss nicht mehr suchen. Sie ist ja gefunden. Sie braucht nicht mehr dem Toten nahe zu sein. Der Lebendige ist ja da. Und der berührt sie mit liebevollem Blick. In diesem winzigen Moment, in diesem Augenblick, steckt Ungeheuerliches, das Heil der Welt, deine und meine Zukunft. Gott selbst wendet sich um nach dir und nach mir, ruft uns hinterher. Gott seinerseits findet uns, während wir ihn verzweifelt suchen. Gott gibt sich zu erkennen, indem er dich und mich beim Namen nennt. Dich, ja, dich meine ich, sagt Gott. Du liegst mir am Herzen. Ich lasse dich nicht im Stich. Merken wir, Gott, Ostern ist anders. Rettung ist anders. Heilung ist anders. Ostern verändert dich und mich und die ganze Welt. Wie auch immer unser Lebensweg aussehen mag, wir gehen auf das Leben zu. Und damit verändert Ostern auch meinen Blick auf die Wirklichkeit. Dazu fällt mir was ein. Das Wort Hoffnung kommt doch vom englischen Wort Hope, ist also verwandt mit Hopsen, Hüpfen. Hoffnung ist das, was uns wie Kinder vor lauter Vorfreude hopsen lässt. Ja, wir glauben, dass es mehr gibt, als wir sehen. Hoffnung ist das, was die Vögel mitten in der Nacht anfangen lässt zu singen, obwohl es noch dunkel ist. Und das macht Hoffnung so stark und zugleich so schwierig, weil sie mitunter allem, was wir sehen, widerspricht. Aber man kann sich auf Gott verlassen. Und allem Augenschein zum Trotz. Zum Beispiel, wenn ein geliebter Mensch im Sterben liegt, die Familie weit weg ist und dieser Mensch wartet, bis die Familie zurückkommt und er ist dann hier. Was gibt uns Hoffnung? Das war die Frage, mit der wir eingestiegen sind. Hoffnung gibt mir Ostern. Ostern macht Hoffnung und davon will ich erzählen, immer wieder erzählen. Gerade im Moment, wo wir alle auch von der Pandemie und den Maßnahmen, aber auch vom politischen Hin und Her müde, frustriert und ängstlich sind, eben wütend.
Und da ist die Gefahr sehr groß, dass wir uns von unseren Gefühlen und dass wir uns von unseren Stimmungen hinreißen lassen. Und darum ist es so wichtig, diese andere Geschichte zu erzählen, die Geschichte von Ostern. Von der Hoffnung, die allem widersteht, selbst der Macht des Todes. Vom Vertrauen, dass Gott Leid und Tod nicht siegen lässt. Von der Zuversicht, dass auch auf uns der Auferstandene wartet, dass er schon längst da ist und dass wir dem Leben entgegengehen. Allem Augenschein zum Trotz, auch mitten in der Pandemie. Und jeden Tag neu. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Christus ist auferstanden, Freud ist in allen Landen. Lasst uns auch fröhlich singen und Halleluja klingen. In Zimbalis, in Zimbalis, in Isonatibus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wiederkommen, drum lasst uns fröhlich sein.